meine Lieben, heute gibt es ein super angefragtes Video von euch. Und zwar haben wir ja den kleinen Emil zu Besuch. Das ist dieser kleine süße Levi von Bonnie Brown. Der kommt von unserer ganz, ganz tollen Freundin Kimmy, die ganz oft zu Besuch kommt. Und heute wollten wir ihn mal umziehen, weil ihr mich danach gefragt habt. Ihr wolltet das unbedingt mal sehen, wie wir den kleinen Emil umziehen. Und deswegen dachte ich mir, ziehen wir ihn heute mal um. Er ist heute nur in Body und so ganz süße Socken, weil es heute so warm war bei uns. Und wir ziehen ihn heute ein Overall an. Der ist für unser neues Baby. Aber ich dachte mir, wir müssen ihn auf jeden Fall mal anprobieren, weil wir ja den gleichen Bausatz bekommen. Schatz, da war gerade ein Tucano. Ein Glas Tucano. Weil wir ja den gleichen Bausatz bekommen. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob der überhaupt passt, der neue Overall. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. So, zuerst müssen wir mal gucken nach der Windel, aber ich glaube, die ist nicht voll, weil wir haben sie gerade erst frisch gemacht. Der Levi ist ja, also der Emil ist ja neu gefüllt von mir und deswegen können wir auch sehr viel mit ihm machen. Er hatte ja Federn im Bauch und das war nicht so praktisch, weil er hat ja einen Stoffkörper und die ganzen Federn sind durch den Stoffkörper durch. Und dann waren die ganzen Klamotten immer voll, aber das haben wir jetzt gelöst. Und jetzt hat er keine Federn mehr und wir können ihn jetzt komplett benutzen. Vorher konnte man ihm nämlich nichts anziehen, leider, weil sonst wäre alles voller Federn. Aber heute ziehen wir mal einen richtig tollen Overall an. Vielleicht sollen wir auch noch einen neuen Body. Ja, ich schaue mal nach einem neuen Body. Ich nehme ihn nochmal mit. Machen wir jetzt so ein bisschen Vlog-Style hier. Oh, ist es dunkel. Was haben wir denn hier so? Es gibt jetzt diesen Body hier, dem coolen Raumfahrer. Wie nennt man das? Astronaut, genau. ja, den gibt es jetzt für den Emil, weil ich glaube, lange am Body und dann noch so ein Overall ist, glaube ich, viel zu viel. Ziehen wir mal das an. So. Also wie gesagt, der Emil ist von der lieben Kimmy und ist nicht von mir. Und es ist auch nicht das neue Baby, was uns erwartet bald. Und er ist auch nicht angemalt. Er ist nur der rohe Bausatz. Seht ihr das? Er ist halt nur der Bausatz, der nicht bemalt ist. Aber trotzdem haben wir ihn, weil ich gern das Gefühl haben wollte, halt für die Zeit ein kleines Levi-Baby zu Hause haben, unbedingt. Und habe dann die liebe Kimmy gefragt, weil sie hat einen neuen Levi gekauft. Sie hat jetzt sozusagen zwei Levis. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann können wir sie doch einfach mal fragen. Vielleicht kriegen wir ihren kleinen Emil ausgeliehen. Und sie hat natürlich direkt ja gesagt. Und das fand ich super toll. Und am nächsten Tag habe ich ihn auch direkt abgeholt. Und haben auch den kleinen neuen Emil kennengelernt. Zuckersüß. Und ja, wie gesagt, nicht wie gesagt, sondern liebe Grüße gehen raus an die Kimmy. Weil ich weiß nicht, ob sie meine Videos noch schaut. Damals hat sie es auf jeden Fall. Mal sehen. Ja, er hat jetzt den Body an und er kriegt jetzt den Overall noch an. Ich hoffe, das passt, weil er ist halt jetzt auch so mein kleines Versuchskaninchen. Immer wenn ich neue Klamotten kaufe, muss er sie anprobieren. Weil wir halt, wie gesagt, den gleichen bekommen und dann die Sachen, die jetzt nicht passen, kann ich ja direkt aussortieren. Deswegen zieh ich ihm immer alles an, was ich irgendwie so ein Gefühl habe, okay, das könnte vielleicht doch nicht passen. Und wenn es dann nicht passt, dann verkaufe ich das immer direkt. Ja, das finde ich super praktisch auch, weil so weiß ich denn, dass. Oh Gott, hast du einen Helm? So weiß ich dann auch, wenn das neue Baby da ist, auf jeden Fall, ja, wie. Was alles passt und dann habe ich nicht irgendwelche zu großen Sachen,
Oder irgendwie so, sondern habe immer nur Sachen, die passen. Finde ich halt auch sehr praktisch. Und so kann ich auch wieder an das Zusammenleben mit zwei Babys gewöhnen. Das finde ich auch ganz toll. Und ja, so. Der Overall ist jetzt an und ist ein bisschen zu groß, aber ich finde es gar nicht schlimm. Es ist immer, ich glaube, auch noch ein bisschen kompliziert. So sieht der kleine Mann jetzt aus. Sieht aus wie so ein kleines frisch geborenes Etwas, oder? Voll süß. Ja, so ein bisschen schwierig, ob ihm das jetzt steht oder passt. Also passt ist natürlich eine Passformsache und stehen ist natürlich wie eine persönliche Sache. Also es ist natürlich Sachen, die ihm jetzt stehen, könnten meinem neuen Baby nicht stehen, weil der andere ist ja angemalt und hat natürlich ein anderes Bild und so und sieht natürlich komplett anders aus. Deswegen, ja, aber ich finde es jetzt schon so toll, ein Baby in der Hand zu halten. Ich finde das so unglaublich schön. Er liegt einfach wie so ein Baby. Und das finde ich halt so toll. Also Mel liegt auch so, aber er liegt noch mehr so. Und das finde ich so toll. Das einzige Problem, was ich nicht an dem Bausatz mag, ist diese Hand. Die linke Hand von ihm, die er so ausstreckt. Aber das ist reine Meinungssache. Und so schlimm finde ich es auch nicht. Aber da kommt auf jeden Fall auch ein Video zu. Und ja, dann glaube ich, würden wir uns verabschieden. Es war ja nur ein kurzes Video, aber es wurde ja auch nur ein Umziehvideo vom kleinen Emil gewünscht. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kurze kleine Video. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal.